Sniper Ghost Warrior Contracts 2 schlägt schon im Juni auf. Wir konnten den Scharfschützen-Shooter bereits ausgiebig antesten und sind vorsichtig optimistisch. Der neueste Teil hat tatsächlich das Zeug, ein gutes Spiel zu werden. Der direkte Vorgänger, das erste Contracts, war die erste Episode der Sniper Ghost Warriors Reihe, die man als solide bezeichnen konnte. Contracts 2 scheint seinen Vorgänger dabei qualitativ in vielen Belangen zu übertrumpfen, weil es den zweifellos vorhandenen Reiz dieser Scharfschützen-Missionen kompetent einfängt, ohne aufwallenden Spielspaß mit unterirdischer KI, schwachem Missionsdesign oder plattesten Figuren schon im Keim zu ersticken. Wir konnten von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 die erste große Mission mehrfach und ohne jegliche Einschränkungen in einer weit fortgeschrittenen PC-Vorabversion spielen. In dem weitläufigen Areal mit leichtem Sandbox-Charakter kann man sich locker 2 Stunden aufhalten, um die verschiedenen Primär- und Sekundärziele zu erfüllen. Mit einer guten Geschichte wird übrigens auch Contracts 2 wohl nicht aufwarten, doch mittlerweile sind die Macher schlau genug, auch nicht darauf zu setzen. Vor den Missionen gibt es zwar ein ansprechend gemachtes Briefing im Call of Duty-Stil, beim Spielen selbst wird man von einem Humbug aber kaum behelligt. Auch das Tutorial hat im Vergleich zum direkten Vorgänger zugelegt. Ziele sind besser erkennbar, die Reihenfolge ist stringenter. Tools wie Drohne, Munitionstypen und Geschützturm werden zudem vernünftig erklärt. Das zieht sich auch durch Teile der ersten Mission. Immer wieder erläutern kurze Einblendungen die Spielfeatures, weisen auf Möglichkeiten und Gelegenheiten hin. Warum wir so etwas Banales erwähnen? Weil genau hiermit das erste Contract so seine Probleme hatte. Das Tutorial war ein Saustall und in vielen Missionen wurde man zu wenig angehalten, die durchaus vorhandenen Gadgets und Kniffe auch tatsächlich anzuwenden. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 verfügt nicht nur über eine Drohne im Ghost Recon-Stil, mit der sich Feinde markieren oder Kameras hacken lassen, sondern auch über ein Sniper-Geschütz, das man platzieren und dann auf Knopfdruck auslösen kann. Zack, peng, plötzlich sacken 2 Feinde zusammen und ihre Kollegen vermuten den Urheber der Schüsse dort, wo das Geschütz steht, nicht aber dort, wo man sich selbst gerade aufhält. Zu Munitionstypen, Waffenfreischaltung und Co. kann man nach der ersten Mission noch nicht allzu viel sagen. Dafür wirken auch Ravens Supervisier, das zum Beispiel erklimmbare Kanten markiert, und das Fernglas intuitiver als im Vorgänger. Beim Blick durch das Fernglas werden Feinde im Blickfeld nicht super leicht markiert, aber ein Audioeffekt in Verbindung mit einer kleinen optischen Hilfe sorgt dafür, dass man möglichst wenig Gegner übersieht, aber trotzdem etwas dafür tun muss. Auch interessante Punkte wie Explosivfässer, Stromkästen oder ein Scharnier bei der Last eines Krans laden zum Ausprobieren ein. Wildes Ballern mit AK, M4 und Co. gehört nach wie vor nicht zu den Stärken des Titels. Zwar führt der Held stets einen dieser normalen Knarren mit, die Benutzung ist aber weder wuchtig noch elegant. Zudem ist es immer noch zu schlecht ersichtlich, wann die eigene Figur getroffen wird. Trotzdem scheint die Balance aus ansprechendem Schleichen mit 2-3 Stealth-Kills per Messer- oder Schalldämpferpistole und den tatsächlichen Scharfschützenarealen ansprechen. Man hat das Gefühl, durch ein bisschen taktisches Vorgehen, Schwimmen, Meucheln und Klettern als Belohnung einen klasse Aussichtspunkt für das echte Missionsziel zu verdienen. Dort wechselt man dann in die liegende Position, lässt sich vom Hauptquartier über Funk nochmal über den Feind aufklären und scannt per Fernglas die Lage. In der ersten Mission waren solche Orte stets sehr weit von der eigenen Position entfernt. Sprich, Contracts 2 löst das Scharfschützen-Dilemma des Gehörtwerdens wohl über die Entfernung. In der Sniper Elite-Serie muss man oft mit Schalldämpfern arbeiten, mehr Deckung suchen oder Momente aufpassen, wenn aufheulende Motoren das Schussgeräusch übertönen. Bei Contracts 2 hingegen scheint die Devise: Triff möglichst immer und töte ohne Zuschauer. Nachdem man möglichst alle Feinde gefunden und markiert hat, sowie sich über das Missionsziel im Klaren ist, geht es ans Eliminieren der Wachen. Zuerst die Scharfschützen, denn die erledigen euch im Nu, wenn ihr mal daneben schießt und dadurch Alarm auslöst. Einzelne Wachen sind die leichteste Beute. Schwieriger sind Gruppen aus 2 oder 3 Feinden. Entweder man ist verdammt schnell und treffsicher, wartet geduldig, bis einer mal ein paar Schritte um die Ecke macht, oder tötet mit einer Kugel doppelt, wenn 2 Gegner in der Schusslinie stehen. Das eigentliche Missionsziel steht dann natürlich nicht auf dem Präsentierteller herum. Vielmehr muss man etwa einen Kommandanten durch Sabotage der Stromzufuhr herauslocken oder einen flüchtenden Agenten im Auto erschießen. Hier tickt dann schon mal die Uhr und bei der erfolgreichen Flucht der Zielperson ist die Mission vorbei. Hier besteht durchaus ein bisschen Frustpotenzial für das finale Spiel. Eine manuelle Quick-Save-Funktion haben die Entwickler nicht eingebaut. Stattdessen speichert das Spiel nach beinahe jedem erfolgreichen Kill, der ungehört bleibt. Schlägt eine Kugel jedoch knapp neben dem Kopf einer Wache ein, wechselt diese in den Alarmzustand und innerhalb weniger Sekunden sucht die gesamte Besatzung der Basis erstens Deckung und zweitens nach dem Absender der Kugel.
Wie ihr das verhindern könnt? Durch Übung. Das Zielsystem von Contracts 2 hat uns bislang richtig gut gefallen. Hat man Feinde per Fernglas markiert, ist ihre aktuelle Entfernung stets eingeblendet. Wechselt man dann zum Scharfschützengewehr, kann man nicht nur über die Fallkurve einschätzen, wo das Projektil trotz Windes einschlägt, sondern auch noch die Entfernung des jeweiligen Opfers so einstellen, dass das Anvisieren deutlich leichter fällt. Schickt man die Kugel dann auf den Weg, dauert es ein bisschen, bis sie einschlägt. Regelmäßig setzt eine Killcam die Treffer besonders martialisch in Szene. Die Inszenierung verzichtet dabei aber auf Röntgeneffekte, das Markenzeichen der Sniper Elite-Reihe, fällt aber professioneller und weniger hampelig aus als noch im Vorgänger.